Hallo und herzlich willkommen zurück bei Generation Zero. Wir sind gerade in der Mission Unbekannte Flugobjekte und wir müssen jetzt zum Frau Dr. Ingrid's Haus, Grand Visit. Weißt ja selber, wie das da heißt, gell? Aber ich schau vorher nochmal hier in den Kofferraum. Wie hieß das Auto? Björk 300, okay. War das nicht das Auto, was die eine Pilotin? Jawohl. Was die Pilotin so gut fand? Dass sie es vermisst, mit dem rumzufahren? Ah ja, da war einer. Halt, warte mal, in dem anderen war da auch einer. Nee, wir müssen da lang. So. Also wieder eine entspannte Gleitfolge. Wir gleiten durchs Gras. Daran vorbei oder zerquetscht er mich? Ich komme dran vorbei. Okay. Der hat sich da sauber verpackt. Na gut, okay. Das hatten wir in der letzten Folge schon festgestellt. Gut, gehen wir weiter zu Ingrid. Und hier, die Düsen sind immer noch da. Ich bin der Meinung, hier sollte eine Drohne sein. Also, liebe Entwickler, wenn ihr das auch mal sehen solltet, was ich nicht glaube, aber ich glaube, das könnte der Standort einer Drohne sein. Ich gehe mal hier lang, weil da drüben war eine Taschenlampe oder eine Leuchte. Die würde uns sehen. So. Okay. Ah, Sackgasse. Ist das eine Sackgasse? Nee, hier ist ein Tor. Es war ein Fehler. Oh, Glück. Ist zwar neugierig, aber die lassen mich in Ruhe. Sehr gut. So, jetzt habe ich verpasst, wo das Haus ist. Ist es hier? Ganz kurz. Nee, da drüben. Da, wo die Disco stattfindet. Licht an, Licht aus, Licht an, Licht aus. Ist doch eigentlich eher ein Gehöft. Da ist ein Silo. Far Cry 5 Flashbacks. Okay. Ja, das müsste das Haus sein. Oh, Einschusslöcher. Ist
Schauen wir mal, was hier noch so ist. Ah, es könnte auch ein Unterschlupf sein, wetten. Huch. Ah, Brett vom Kopf. So. So, okay. Ah, schade, kein Unterschlupf. Schade, schade, schade. Oh. Ah, den Kampf sollte man eigentlich eingehen, ne? Das ist das, was ich meine, da. Man trifft nicht immer. Warte, 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 hier. Scheiße. Aber zum Glück lockt es die Großen nicht an. Na, jetzt hat. Halt doch mal still. Jetzt hat. Okay, da müsste aber noch einer unterwegs sein. Da ist noch einer unterwegs. Upsi, wo kommt ihr denn her? Hä? Oh nein, bitte nicht. Ach du Oh. Jo. Wir sehen uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich hole dich mal ein bisschen eher rein, weil hier habe ich nämlich einen großen und da war gerade ein kleiner Raum, der uns wieder ein bisschen mehr erste Hilfe beschert hat. Hier, pass auf. Die können wir auch gleich mal verhackstücken. Beziehungsweise die sind verteilt, die sind auch verteilt, die hebe ich mal auf, aber die Granaten sind auch verteilt. Die werde ich jetzt mal ablegen. So. Wunderbar, weil wir sind nicht mehr weit weg. Ich muss quasi nur zur Brücke vorüberlaufen. Gut ist. Das machen wir jetzt noch gemeinsam. So, Dele. Ah, ich hätte vielleicht nicht so viel mit dem Scharfschützengewehr rumballern dürfen, gell? Weil das hat die Großen angelockt, also hier diese Hunter. So. Wir sind gleich dort. Aber ich dachte mich, hole ich mal ein bisschen eher rein, weil wir haben so wenig Laufwege.
Da scheint schon wieder eine Patrouille unterwegs zu sein. Ist das die Brücke? Ja, das ist die Brücke. Ja, ich hoffe, ich komme darüber, gell? Das ist ja das Nächste. Oh fuck, das ist eine Drohne. Da ist sie, ich habe sie zu spät gesehen. Da ist noch eine zweite unterwegs, ich glaub's ja nicht. Oh, das war Glück, das war reines Glück. Jetzt muss ich nur hoffen, dass oben auf der Brücke nichts ist. Dass wir da unbeschadet durchkommen. So, da ist gut. Oh, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ja, das sieht gut aus. Perfekt. So, dann gehen wir gleich hier wieder ins Dickicht. So, schau. Und schon sind wir da. Perfekt. Hat nicht lang gedauert. Oh, jetzt kommt auch noch der Nebel. Es könnte ein Vorteil für uns sein. Ich hoffe ja, dass jetzt die großen, also hier diese Läufer oder Hunter, wie man die auch immer nennen mag, ist ja auch völlig wurscht. Aber hier diese Elite-Einheiten da weg sind. Genau, das war hier. Gut. Schauen wir da rein. Ah. Benutzen, ja, habe ich gemacht, aber will er nicht. Habt ihr ja gesehen, das hat sich wie von Geisterhand. Ah, hier. Bewegt. Alter, voll zerschossen alles. Hey, Älskling, du. Jag är ledsen, men jag behöver jobba ganska sent ikväll igen. Jag antar att du ändå är hos din bror och kollar på matchen, eller hur? Svantes tillstånd... Det är ingen förbättring alls. Och vi tog beslutet idag, till slut. Jag vet att det är rätt sak att göra, men jag kan inte hjälpa att känna att jag har svikit honom. Efter allt som hänt. Vi kanske kan prata en liten stund när jag kommer hem. Okay. Wir haben sich jemanden im Stich lassen müssen. So, was hast du denn hier? Police. Folge immer der Spur des Blutes, gell? Mal die letzten Forschungsnotizen. Und somit haben wir diese Mission abgeschlossen. Okay. Ach Gott. Den kann man nicht durchsuchen. Gehen wir wieder runter. Aber ich habe das Gefühl, dass hier schon wieder Drohnen unterwegs sind. Okay, dann würde ich sagen, bleiben wir erstmal hier in dem Haus
Und ich sage, vielen Dank fürs Zuschauen. Auch mit diesem kurzen Schnitt zwischendurch. Alles klar. Die Mission haben wir abgeschlossen. Unbekanntes Flugobjekt. Das haben wir erledigt. Jetzt haben wir noch die beiden hier offen. Wir gucken mal zur Nebenmission. Den Austauschstudenten machen wir in der nächsten Folge. Weil der war, glaube ich, mit am nächsten, gell? Naja, fast. Der ist da hinten dran. Ja, die lasse ich auch gut sein, die Mission. Und die Mission lasse ich auch gut sein. Aber wie viele Rivalen mittlerweile am Weg sind, gell? Level 5. Ja, Level 5. Das scheint auch ein... Was ist denn hier? Boah, so ein Aparillo. Der ist in Level 3, okay. Ja, das muss nicht sein. Das überlasse ich anderen. Wir kümmern uns um die Geschichte und um... unser Gameplay, das passt schon. Okay, dann sage ich hier vielen Dank fürs Zuschauen. War mir immer wieder eine Freude. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid bei Generation Zero. Ciao, macht's es gut.